Hallo meine Freunde, ich bin Poolstar und in diesem Video zeige ich euch, was ihr aus Quarzkristallen macht. Quarzkristalle sind ein seltenes Material. Es gibt sie lediglich in der Trockenkuppe als Einzelmaterial und in der Kristalloase als reichhaltigen Abbauknoten zu finden. Natürlich könnt ihr diese auch in einer vollen Heimatinstanz finden. Weil so ein Quarzkristall sich fürchterlich öde anhört, muss man ihn aufladen zu einem aufgeladenen Quarzkristall, um ihn wirklich effektiv einzusetzen. Dies ist eine Tätigkeit, die nur einmal am Tag möglich ist. Dafür braucht ihr 25 normale Quarzkristalle und ihr benötigt einen Heldenpunkt, mit dem ihr kommunizieren könnt. Diesen gibt es zum Beispiel in einer vollen Heimatinstanz. Aber auch in der offenen Welt in der Nähe von Höhlbrak befindet sich direkt so ein Punkt. Den Quarzkristallabbauknoten sowie die Kreitscherbe könnt ihr für jeweils 25 Lorbeeren und ein bisschen Gold bei eurem Lorbeerhändler des Vertrauens erwerben. Gerade der persönliche Quarzabbauknoten gibt einem die Möglichkeit, einen aufgeladenen Quarzkristall einfach so gedroppt zu bekommen. Wenn ihr eure Quarzkristalle nicht braucht, um euch himmlische Ausrüstung zu craften, stelle ich euch im Folgenden drei Rezepte vor, die sich zum Goldmachen eignen. Wie im letzten Guide habe ich euch wieder ein Google Sheet angelegt. Das erste Rezept, das ich euch vorstellen möchte, kann jeder von euch herstellen. Ihr braucht dafür lediglich die mystische Schmiede zu benutzen. Ihr nehmt einen aufgeladenen Quarzkristall und schmeißt ihn mit 25 Blutsteinstaub, 2 Stücken Wildfleisch sowie 5 Ektos ins mystische Klo und erhaltet dafür ein Stück Himmelsschuppennahrung. Dieses könnt ihr dann ins Auktionshaus setzen und bei mir hat es sich in unter einer Stunde verkauft. Das nächste Rezept benötigt die Himmelsschuppensammlung und das freigeschaltete Rezept für den Koch. Ihr nehmt wieder einen aufgeladenen Quarzkristall, kombiniert ihn mit 2 Stücken Wildfleisch, 10 Blutsteinstaub und einer geruchsverbessernden Kultur, um ein besonders stinkendes Himmelsschuppenleckerchen herzustellen. Auch dieses wohlklingende Stück Nahrung hat sich innerhalb einer Stunde verkauft. Das letzte Rezept, das ich euch präsentieren möchte, kommt ohne Blutsteinstaub aus. Es ist die aufgeladene Ambritplatte. Es lohnt sich nicht ganz so sehr wie die ersten beiden Rezepte und es verkauft sich auch langsamer, aber auch dies ist eine Möglichkeit. Das war's dann auch wieder für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Poolstar.